Kundenakquise und Neukunden gewinnen mit Sprachnachrichten. Wie das funktioniert, erfährst du in diesem Video. Bleib jetzt dran. Vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen für die weiteren Video-Updates. Ja, und das Ganze funktioniert mit einem absolut genialen und vor allem bahnbrechenden Sprachnachrichtentool. Und dieses Tool wirst du in diesem Video kennenlernen. Dieses Tool nutzen bereits unzählige Unternehmer, um wirklich Neukunden am laufenden Band zu gewinnen und deren Umsätze massiv zu steigern. Und trotz all dem kennt dieses Tool noch so gut wie niemand. Das ist das Geniale dahinter. Und grundsätzlich, dieses Video sollte nur mal die Augen öffnen, damit du sehen kannst, welche Möglichkeiten dir mit diesem genialen Tool wirklich für deine Tätigkeit zur Verfügung stehen, welche Möglichkeiten sich da auftun, um für dein Geschäft, für dein Business, für dein Produkt mehr Kunden zu gewinnen und wirklich bei deinen Kunden und Interessenten einen bleibenden Eindruck hinterzulassen. Und eins muss noch vorher gesagt werden, es gibt genau zu diesem Tool ein tolles Webinar, ein bahnbrechendes Webinar, wo der Erfinder dieses Tools genau die Funktionen zeigt, vor allem auch viele, viele weitere Einsatzmöglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Er stellt dir auch viele Unternehmer vor in diesem Webinar, die eben dieses Tool schon mit großen, mit gewaltigem Erfolg, kann man sogar sagen, nutzen und einsetzen. Und das alles wirst du in diesem Webinar erfahren. Und vor allem wird dir auch ein ganz spezielles, unglaubliches Angebot, sage ich jetzt mal, gemacht in diesem Webinar, was du eigentlich woanders nirgends bekommst. Den Link zu diesem Webinar, den findest du dann unter diesem Video. Draufklicken und dein Wunschdatum aussuchen und dann lass dir das auf dem Silbertablett servieren von Erfinder dieses Tools, welche Möglichkeiten für dich hier offen stehen. Ja, und jetzt geht's weiter, damit du hier einfach einen ersten Wahnsinnseindruck bekommst, was mit diesem Tool für dein Geschäft alles möglich ist. So kann jetzt deine Sprachnachricht aussehen. Mal ganz kurz vorweg, dieses Video, da werden dir jetzt keine technischen Details gezeigt. Das kommt dann in den nächsten Videos, das werde ich dir in meinen nächsten Videos am Bildschirm vorführen, damit du siehst, wie einfach das für dich funktionieren kann. Aber so kann jetzt mal grundsätzlich deine Vorlage aussehen. Kurz vorweg, du hast eben einen Online-Zugang zu diesem Tool. Du klickst einen Button Sprachnachricht aufnehmen, sprichst deinen Text, gehst auf Nachricht versenden, du bekommst einen Link und diesen Link kannst du dann einsetzen, wo du willst. Da sind tolle Vorschaubilder hinterlegt bei diesem Link. Und wenn dann der Nutzer, dem du diese Nachricht sendest, draufklickt, dann kann das so aussehen. Das ist jetzt ein sogenanntes Template. Du siehst, du kannst hier in der Mitte dein eigenes Bild hinterlegen. Das schafft schon mal Vertrauen. Dein Gegenüber hört deine Stimme, sieht dein Bild. Das ist psychologisch ganz eine andere Situation, als wenn man nur die Stimme hört. Dann siehst du eben hier unten den Player, da läuft die Sprachnachricht ab. Dann kannst du hier drüben zum Beispiel dein Firmenlogo hinterlegen oder du kannst auch hier einen Werbebanner hinterlegen. Das ist jetzt zum Beispiel hier das Template, das ich für meinen Hauptjob nutze. Ich bin Versicherungsvertreter und das ist jetzt das Template, das ich eben für die Bad Gäuserer Versicherung, wo ich tätig bin, nutze. Das ist unser Firmenlogo. Wenn jetzt jemand auf dieses Logo draufklickt, dann kommt er direkt auf unsere Webseite. Das heißt, das ist jetzt zwar nicht werbestark, was ich hier hinterlegt habe, aber du kannst dir einen Werbebanner hinterlegen und den verlinken. Und wenn da jemand draufklickt, dann kommt er direkt auf deine Webseite oder was immer du auch hier verlinkst. Du kannst hier auf ein YouTube-Video verlinken, du kannst auf eine Landingpage verlinken, auf deinen Blog, auf deine Facebook-Fanpage. Du kannst machen, was du willst. Und die gleiche Möglichkeit hast du auch hier drüben nochmal. Das siehst hier, fordere ich auf unserer Fanpage ein Like zu hinterlassen, denn dann kann ich auch mit den regelmäßigen Beiträgen bei Facebook zum Beispiel meine Interessenten oder auch bereits Kunden immer auf den neuesten Stand halten und eben gewisse Werbebotschaften ständig näher bringen.
dann haben deine Zuhörer dieser Sprachnachricht auch die Möglichkeit, dir eine Rückantwort zu senden. Entweder in Form von Audio, das heißt, die klicken dann hier ganz einfach auf diesen Audio-Button und senden dir völlig kostenlos eine Sprachnachricht zurück, oder sie können die auch zurücktexten. Das ist hier unten der Textbutton und ja, da können sie dir das eben auch hinterlassen, eine Textnachricht. Und wie gesagt, das sind jetzt alles Folien, die ich ausgearbeitet habe. Wie es dann technisch funktioniert, das kommt in den nächsten Videos, das sollte nur einen Überblick verschaffen. Dann zeige ich dir eine weitere Folie, die ich erstellt habe, oder ein weiteres Template. Das ist jetzt zum Beispiel ein Template, das ich nutze, wenn es ums Thema Internetmarketing geht, was ja mein zweites Standbein ist. Du siehst, hier habe ich ein anderes Bild eingefügt, hier habe ich eine Kontaktinformation hinterlegt und hier habe ich einfach meinen Videokurs Die zwei Internet-Geldstrategien hinterlegt. Das ist jetzt mein Werbebanner. Wenn dann da jemand draufklickt, dann kommt er direkt auf meine Landingpage und kann sich in meine E-Mail-Liste eintragen und bekommt sofort diesen Kurs zugesandt. Also die Möglichkeiten, die dir hier offen stehen, die sind unbegrenzt. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Kannst du hier echt gestalten, wie du möchtest. Eine wichtige Funktion möchte ich dir jetzt auch nicht vorenthalten, denn ich zeige dir dann auch im Anschluss an diese Folien, die ich dir jetzt hier zeige, an diese Templates, wie die aussehen können, zeige ich dir 5 geniale und absolut klasse Einsatzmöglichkeiten, auf die du wahrscheinlich nicht kommst oder nicht gedacht hättest, denn hier sind wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also das möchte ich dir in Anschluss noch zeigen. Und eine Funktion habe ich dir eben jetzt noch vorenthalten. Du kannst auch automatisch einstellen, dass wenn deine Sprachnachricht vorüber ist, dass eine weitere Seite geladen wird. Das heißt, es verschwindet dann diese Sprachnachricht, dieses Template, und ladet neu in eine Webseite oder ein YouTube-Video oder wo immer du hin verlinken möchtest, also auf irgendeine Webadresse, die du vorher einstellst. Das heißt, ich könnte jetzt hier in diesem Fall, wenn meine Sprachnachricht vorüber ist, automatisch die Landingpage von diesem Videokurs, den ich erstellt habe, die könnte ich hier erscheinen lassen nach dieser Sprachnachricht. Und das ist nicht irgendwie so ein unseriöses Pop-up, wie man das von früher kennt, sondern das ladet wirklich die komplette Seite anstelle dieses Templates. Absolut genial. Eine weitere Möglichkeit möchte ich dir jetzt noch zeigen, was du hier verwenden kannst bei deinen Templates. Das ist jetzt zum Beispiel, ist jetzt natürlich nur ein Screenshot, aber das hier drüben, das ist ein GIF. Du kannst hier bereits während deiner Sprachnachricht mit bewegten Bildern hier drüben das Aufsehen deines Zusehers erregen. Und selbst wenn den deine Werbung nicht interessiert, unterbewusst nimmt er die wahr, denn er kann eigentlich an diesen GIF oder an diesen Banner, was auch immer du hier einfügst, oder wenn du hier einfach auch ein YouTube-Video einbettest, der kann da gar nicht vorbeischauen und du bleibst in seiner Erinnerung. Ich möchte da jetzt gar nicht, zum Beispiel, wenn ich hier mal nur an die Networker denke, welche Möglichkeiten denen mit diesem genialen Sprachnachrichten-Tool offen sind, ja, da hätte ich 100 Ideen, wie man das einsetzen kann. Das sind jetzt mal so 3 einfache Möglichkeiten, wie du so ein Template für dich gestalten kannst. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass es hier unzählige Vorlagen gibt, die schon vorbereitet sind für dich, dann im internen Bereich, wenn du hier dir dieses Tool sicherst. Da gibt es Geburtstagstemplates, dann gibt es Weihnachtstemplates, Ostern, also mal alle Feiertage. Dann kannst du zusätzlich auch ein Template nutzen, wo du dieses Tool selber bewirbst, denn du kannst dich dann hier auch zum Partnerprogramm anmelden und du bekommst jeden, der dann über deinen Link auch dieses Tool nutzen möchte, und das werden viele sein, dann bekommst du hier eine Provision. Jeden Monat für Monat, da kannst du dir zusätzlich einen tollen Gehaltscheck aufbauen, sage ich jetzt mal, nur durch die Nutzung dieses Tools. Und da gibt es eben schon ein fertiges Template, wo hier für dieses Sprachnachrichten-Tool eben geworben wird.
So, und jetzt komme ich zu einigen Einsatzmöglichkeiten, die ich dir vorstellen möchte, auf die du vielleicht selber gar nicht gedacht hättest. Vielleicht kennst du die Funktion, dass Anrufe teilweise mit SMS abgewiesen werden. Zum Beispiel, ich sag mal, die Geschäftsleute machen das sehr oft, wenn die in einer Besprechung sind oder wenn die in einem Meeting sind oder die haben einen Kundentermin oder sind einfach unterwegs. Da gibt es bei den Smartphones diese vorgefertigten Nachrichten. Und in diese Nachrichten kannst du auch Links einfügen. Und mein Tipp wäre jetzt an dieser Stelle, oder was du jetzt für dich nutzen könntest, ist, du bereitest dir einmal eine Sprachnachricht vor, du bekommst dann für jede Nachricht einen Link und den platzierst du in diese SMS, die du dann eben absenden kannst, wenn der Anruf abgewiesen werden soll. Das heißt, da kannst du vielleicht vorschreiben, wer der Anrufer, hier ist meine Sprachnachricht, anstelle ich bin in einer Besprechung, ich rufe sie später zurück. Das ist für mich immer absolut unpersönlich. Hier kannst du den Link zu deiner Sprachnachricht einfügen. Wer da anrufe, hier ist meine Sprachnachricht. Der klickt auf diesen Link und sieht dann zum Beispiel genau entweder dieses Template mit deiner persönlichen Stimme. Das heißt, es ist nicht irgendwie dieser abgedroschene Text, der so unpersönlich überkommt, sondern da kommt deine Sprachnachricht, werte Anrufe, ich bin gerade in einer Besprechung, ich rufe sie umgehend zurück und das war's. Der hört deine Stimme, der hat so etwas wahrscheinlich noch nicht gesehen, der ist völlig von den Socken, wo er da jetzt gelandet ist, der sieht deine Werbung bewusst oder auch unbewusst und wenn du noch die Funktion nutzen möchtest, dass der weitergeleitet wird, dann kannst du ihn vielleicht auf deine Firmen-Facebook-Fanseite weiterleiten nach dieser Sprachnachricht und hast damit ein neues Like generiert. So einfach kann das funktionieren. Also und technisch läuft das Ganze so ab, das musst du dir einmal im Smartphone bei deinen Einstellungen eben aktivieren und einrichten und wenn ein Anruf reinkommt, dann hast du eben mit einem Button die Möglichkeit, Anrufe mit SMS abweisen und dann kommen deine gespeicherten Antwortmöglichkeiten und da klickst du dann einfach drauf und dann bekommt der automatisch diese SMS und sein Anruf wird mehr oder weniger abgewürgt. Das machen eben viele, wenn sie in Kundengesprächen sind oder bei Meetings oder wo auch immer. Und da wäre vielleicht sogar ein Trick, da spreche ich jetzt wieder speziell die Networker an, hier kannst du mit Leuten, die dich sowieso kontaktieren würden, das können deine Familienangehörigen sein, das können Freunde sein, die du dich vielleicht nicht ansprechen traust auf ein Produkt oder auf eine Geschäftsmöglichkeit, die du gerade hast. Auch wenn du Zeit hättest, weise deinen Anruf mit irgend so einer nett gestalteten Nachricht ab, dann bekommt ihr diesen Link. Der sieht erstens dann mal dieses Tool, der ist völlig von den Socken, welche Technologie du hier nutzt, der kann das gar nicht fassen, dass er deine Stimme hört und hier sieht er vielleicht irgendein interessantes Produkt oder die Einladung zu irgendeinem Webinar oder was auch immer und selbst wenn der da nicht draufklickt, dann ist es beinahe zu 100% sicher, dass er dich beim nächsten Mal fragt, was du denn da gerade so treibst und dann kannst du ihm eventuell dein Geschäft vorstellen. Also das ist der absolute Türöffner, dieses Tool. Das ist mal der Punkt Nummer 1, Anrufe mit SMS abweisen. Dann, nächste Möglichkeit, unbegrenzte Möglichkeit. Wie viele Hunderte, wie viele Tausende Facebook-Freunde haben wir, denen wir immer langweilige Geburtstagsnachrichten senden? Mit diesem iDoc kannst du eine Sprachnachricht senden, das geht völlig ganz einfach. Es gibt übrigens ja auch eine Handy-App, also eine Smartphone-App, wo du die gleichen Funktionen hast. Denen kannst du so eine Sprachnachricht senden. Da hast du jeden Tag vielleicht 3 bis 7, so sind es bei mir ungefähr, Kontakte, denen du eine persönliche Sprachnachricht senden kannst. Und glaub mir, deine Facebook-Kontakte, da kennt vielleicht 1% dieses Tool, wenn es überhaupt hochkommt. Und da haben wir den gleichen Effekt wie vorher. Die hören deine Sprachnachricht, die sehen dein Bild, die sehen deine Werbung. Und wenn du dann möchtest, kannst du die auch noch auf die Webseite deiner Wahl weiterleiten.
Das musst du dir selber überlegen. Hier gehört auch ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu. Hier darf auf keinen Fall plumpe Werbung passieren. Bisschen Kreativität walten lassen und mit Hirn arbeiten, dann hat man hier tatsächlich unbegrenzte Möglichkeiten. Und so kannst du mit den Facebook-Geburtstagsrichten einen hohen Effekt erzielen und auch eventuell deinen Umsatz steigern oder mit der Zeit Kunden gewinnen, weil die auf dein Geschäft oder dein Produkt aufmerksam werden. Nächste Möglichkeit: unglaubliches Potenzial, WhatsApp-Nachricht. Wie gesagt, es gibt hier auch eine Handy-App, es gibt hier einen kleinen Tipp, es gibt ja auch den Dienst WhatsApp Web, da kannst du WhatsApp ganz einfach und völlig kostenlos über deinen Desktop-Computer bedienen. Da kannst du entweder den Online-Dienst nutzen von diesem Sprachnachrichten-Tool oder du nutzt die Handy-App und du sendest dann eine Sprachnachricht deinem Gegenüber retour. Wir bekommen ja ständig Sprachnachrichten und oder WhatsApp-Nachrichten, und wenn du damit antwortest, dann kannst du wiederum Aufmerksamkeit erregen. Denn so sieht zum Beispiel das aus: wenn du den Link per WhatsApp sendest, wird sofort hier dein Bild gezeigt. Gibt es bei WhatsApp auch nicht. Das ist einfach eine komplett neue Technologie, und da wirst du Aufmerksamkeit erregen. Also antworte auch bei WhatsApp, der Effekt wird der gleiche sein. Die öffnen wieder die Nachricht, die Sprache beginnt, dein Bild wird gesehen, deine Werbung wird gesehen. Völlig unglaublich. Dann noch einige weitere Ideen. Wie oft wir bewegen uns tagtäglich auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn. Wir schreiben ständig E-Mails. Du kannst jeden dieser Schritte, die du sowieso unzählige Male pro Tag machst, mit diesem Sprachnachrichten-Tool ganz einfach durchführen und überall auf entspannte Art und Weise und vor allem mit positivem Eindruck und mit positiven Werten deine Werbung präsentieren. Du kannst zum Beispiel, wenn einen Facebook-Kommentar, wenn hier irgendwo mal Diskussionen stattfinden, dann sprich doch einfach eine Sprachnachricht. Mach ganz einfach eine Sprachnachricht. Der Mensch ist von Haus aus neugierig. Wenn die sehen, da kommt ein Link, wo auch noch dein Bild zu sehen ist, dann klicken die da drauf und hören deine Sprachnachricht. Dann sehen unzählige Leute wahrscheinlich auf einmal die hören deine Botschaft, sehen dein Bild, sehen deine Werbung auf entspannte Art und Weise und vor allem einen positiven Effekt, weil du damit nicht aufdringlich bist, und nutze das für die Kommentare. Eine unbegrenzte Möglichkeiten, sag ich mal. Dann auch Xing-Nachrichten. Wenn du auf Xing bist, wenn du das geschäftlich nutzt, nutze für Xing dieses Tool. Das gleiche bei LinkedIn. Wenn du auf LinkedIn aktiv bist, auch hier kannst du Nachrichten senden. Sprich doch diese Nachrichten mit deinem genialen Tool. Dann natürlich, wie viele E-Mails schreiben wir beruflich? Ich schreibe tagtäglich viele E-Mails. Das ist oft von der Gestaltung her wirklich schwierig, dass einem die richtigen Texte einfallen. Die kannst du in Zukunft sprechen. Du sparst dir unzähliges Maß an Zeit, wenn du die E-Mail sprichst. Und du kannst, um vielleicht auch dieses Tool zu bewerben, eine PS-Zeile einfügen und zum gleichen Webinar einladen, wie ich das heute mache. Denn das Webinar, das ist tatsächlich bahnbrechend. Das wirst du dann sehen, wenn du dich dann eben angemeldet hast unter diesem Video. Aber ich zeige dir dann noch etwas Spezielles zu diesem Webinar. Und YouTube-Video, das ist ja auch völlig genial, was du nutzen kannst. Vielleicht hast du einen YouTube-Kanal oder ein bestimmtes Video, auf die du die Menschen oder deine Interessenten aufmerksam machen möchtest. Du kannst ja auch nach dieser Sprachnachricht, die du sendest, kannst du auch auf ein YouTube-Video weiterleiten. Das ist ja auch ein ganz normaler Link, und den kannst du dort eingeben, und dann kommt nach deiner Sprachnachricht ein YouTube-Video. Du kannst auf, wenn du selber eben einen Kanal hast, auf deinen Kanal-Trailer weiterleiten. Und vielleicht bekommst du dadurch einen neuen YouTube-Abonnenten, der dann ständig deine neuen Videos ansieht. Also du siehst, die Möglichkeiten sind hier tatsächlich unbegrenzt. Ich hoffe, ich konnte dir einiges hier näher bringen, wie du das für dich umsetzen kannst. Die technischen Details, die kommen dann in den nächsten Videos, wo ich dir am Bildschirm zeige, wie man solche Vorlagen ganz einfach erstellt, wie du das ganz einfach erstellen kannst, wie du
diese Bilder für dich hier einfügst, wie du ein YouTube-Video einbauen kannst. Das ist alles ganz einfach, zeige ich dir in den nächsten Videos. Und jetzt möchte ich dich eben noch zum Webinar einladen, wo dir der Erfinder Norbert Kläuber eben weitere Möglichkeiten zeigt, wie du das für dich einsetzen kannst. Der stellt dir auch Unternehmer vor, die das schon ganz erfolgreich nutzen, dieses Tool. Und darüber hinaus bekommst du nur in diesem Webinar ein absolut geniales Angebot, was hier alles weghaut, was irgendwie sonst da draußen ist. Kann dir nur sagen, klick jetzt auf den Link unter diesem Video, melde dich zum Webinar an und dann lass dir das Ganze von Norbert Kläuber selber auf dem Silbertablett servieren und dann wirst du noch intensiver als vielleicht jetzt schon sehen, welche Möglichkeiten du in deinem Geschäft, in deinem Business oder mit deinem Produkt durch dieses Tool hast. Also jetzt auf den Link oder dein Video klicken und melde dich an. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über ein Gefällt mir freuen. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke für die weiteren Video-Updates. Wir sehen uns im nächsten Video.